Hallo, bin alle lieben Blitzigabs Hardware-Leser. Ich bin hier auf der CeBIT und ich bin bei BeQuiet. Und da habe ich euch was ganz Neues zu zeigen. Das heißt, ich zeige euch das nur kurz. Und dann lasse ich nochmal den Aaron sprechen, den Kollegen von BeQuiet. Der kann das noch besser erklären. Aber es geht nämlich um das Silent Base 800. Jetzt nämlich Silent Base 800 Window. Warum? Hier ist ein Fenster drin. Und dieses Fenster ist was ganz Besonderes, sehr Spezielles. Und ich glaube, dann lassen wir mal den Aaron nochmal sprechen. Der weiß ja noch mehr Details als ich. Ja, danke für die freundliche Anmoderation. Dann gucken wir mal, was so Besonderes an dem Fenster oder an dem Window ist. Ist natürlich nicht ein einfaches Window-Kit. Ja? BeQuiet ist immer bemüht, möglichst leise Komponenten auf den Markt zu bringen. Das ganze Silent Base 800, ja, wer den Test gelesen hat vor euch, hat es ja gesehen, ist extrem leise. Und das Fenster ist orientiert an den Fenstern, die wir im Haus haben, auch, ne? Mit zwei Glasscheiben, auch aus zwei Scheiben gebaut. Um diese ganzen Geräusche, die im Gehäuse noch entstehen können, wirklich auch im Gehäuse drin zu lassen. Das heißt, wir haben zwei Scheiben, die verbunden sind mit einer Gummidichtung. Diese Gummidichtung entkoppelt das gesamte Fenster nochmal von der Seitenwand, um wirklich jegliche Vibration auch hier wieder zu vermeiden. Wichtig an der Stelle möchte ich auf jeden Fall betonen, das ist ein Prototyp. Das ist handgefertigt und gefräst. Das finale Produkt wird keinerlei Kratzer haben. Ja? Das ist übrigens auch so Polycarbonat gemacht. Und Polycarbonat ist das Material, aus dem die Schilde von unserer Polizei gefertigt werden. Also extrem robust. Und nochmal, das ist ein Prototyp. Genauso gut dieses Dämmmaterial wird beim finalen Produkt nicht montiert sein, weil das sind so kleine Stellen, das bringt keinen Vorteil, das wird es nur teurer machen. Haben wir intern getestet. Interne Tests haben gezeigt, es macht keinen Unterschied, ob ich eine Seitenwand mit unserem Silent Window benutze oder eine Seitenwand, die komplett geschlossen ist. Die Geräuschentwicklung draußen beim Anwender ist genau gleich. Also ich denke, das ist schon ein cooles, sehr cooles Statement. Diese Gummierung, diese Gummidichtung ist natürlich immer in der Farbe, in der das Silent Base auch bestellt wird, also Orange, Silber oder Schwarz. Wichtig für die Foren-User, für die PCGH-Community oder auch für die YouTube-Zuschauer, was passiert mit der Einbautiefe? Weil wenn ich mir das angucke, das baut natürlich schon tiefer. Silent Base 800 hat eine Einbautiefe von 170 mm. Wir verlieren 7 mm Einbautiefe. Heißt im Klartext, es passen immer noch alle BeQuiet-Kühler hier rein. Ja? Was anderes gehört hier sowieso nicht rein. Spaß. Wenn ihr was anderes einbauen möchtet, könnt ihr jederzeit die zweite Seitenteil von dem Fenster abnehmen und habt wieder die volle Einbautiefe. Verfügbar ist das BeQuiet Silent Base Window. Windows ab Mai für 149 Euro. Was machen die User, die schon Silent Base 800 gekauft haben? Für die bieten wir auch ab Mai die Möglichkeit, ein Seitenteil zu kaufen mit Fenster. Und da werden alle drei Dichtungen mitgeliefert. Das heißt, je nachdem, welches Silent Base 800 ihr schon gekauft habt, ihr könnt es so einbauen, dass die Farbe da stimmig ist. Und das wird auch ab Mai verfügbar sein für 25 Euro. Danke. Ja, erstmal Dankeschön an den Aaron. Also das ist ja wirklich eine interessante Sache. Und ihr könnt mir glauben, das werde ich mir unter die Lupe nehmen. Und zwar mit unserem Sohn-Messgerät, denn das Gehäuse kommt natürlich, sobald es verfügbar ist, steht das auch bei mir im Testlabor. Und da machen wir auch unsere Lauthalsmessung. Da können wir wirklich mal vergleichen zwischen dem alten und zwischen dem neuen. Und bis dahin sage ich Tschüss.